Hallo ihr Lieben, ich bin heute Abend eingeladen und würde mir gerne Locken machen und dachte mir dann, das ist doch die perfekte Gelegenheit, euch das mal zu zeigen. Ja, ich bin komplett ungeschminkt, also entschuldigt mein grandioses Aussehen. So, und wir legen mal los. Ich benutze zum Locken machen das Remington Pearl Wand. Das ist hier so ein Lockenstab, der vorne schmaler wird. Und damit bin ich sehr zufrieden. So. Haare einmal kämmen. Sind aber schon gekämmt, deswegen geht das jetzt so leicht. Dann teilt ihr die obere Haarschicht ab. Und sorgt dafür, dass die hier irgendwie halten und nicht wieder nach unten fallen. Jetzt haben wir noch das. Dann kann es losgehen. Wenn ihr damit noch nicht gearbeitet habt, dann benutzt am besten einen Handschuh, da das schon sehr heiß wird und ihr müsst halt ganz nah dran gehen mit den Fingern. Also müsst ihr mal ausprobieren. Da gibt es auch extra so Thermohandschuhe, die kann man überall kriegen eigentlich. So, ich mache jetzt Folgendes. Moment, Kabelsalat. Also, ich nehme eine Strähne, halte dann das Eisen so und wickel die Strähne hier drum. Und hier haltet ihr das dann fest. Und hier müsst ihr halt dann auch aufpassen, wenn ihr keine Handschuhe anhabt, damit euch nicht die Flossen verbrennt. So, dann hält man das ungefähr 10 Sekunden und lässt es los. Und ihr seht, eine wunderschöne Locke. So, dann die nächste Strähne. Ihr kriegt übrigens auch wunderbare Armmuskulatur davon, wenn ihr das mit langen Haaren macht, dann dauert das nämlich schon 20 Minuten oder so. So, okay, ich mache jetzt mal weiter und wir sehen uns dann gleich, wenn ich mit der unteren Partie fertig bin. Bis gleich. So, jetzt bin ich also mit der unteren Etage fertig. So sieht das aus. Ich habe übrigens jetzt insgesamt 8 Minuten 30 gefilmt. Also ich würde mal sagen, ungefähr vielleicht so 6 Minuten für die eine Etage gebraucht. Das geht also doch relativ fix. Gut. Und jetzt macht ihr im Prinzip mit der oberen Etage nichts anderes. Holt euch die runter. Den Pony lasse ich nochmal so. Die mache ich immer ganz gerne extra. So, den klipst ihr also wieder fest. Dann habt ihr jetzt hier unten die lockigen Haare und da oben drüber noch die noch glatten. Und macht dann das gleiche wieder. Wichtig ist, dass ihr die Strähnen vom Kopf wegdreht, also so, da die dann schöner fallen. Ihr könnt das natürlich auch abwechselnd machen, also eine hin vom, zum Gesicht und eine vom Gesicht weg. Aber ich mag das so ganz gern. So.
So. Wir haben gefilmt 16 Minuten, also kommt ja ganz gut hin, ne? Ihr seht, wie die Locken aussehen. Das sind jetzt halt so richtige Bäumchen rot. Hitze. Hitze. Okay, das sind jetzt also so richtige Locken, keine Wellen mehr. So. Und, jo, wir machen mal noch den Pony. So, und dann haben wir den Pony jetzt auch ein bisschen gelockt. Ich habe darauf geachtet, dass ich hier oben mir keine Locken mache, also dass die Locken quasi erst hier anfangen, weil ich das immer ein bisschen schöner finde, wenn die Struktur obendrauf noch glatt ist. So, jetzt könnt ihr noch ein bisschen mit den Händen durchfahren. Noch eine glatte Strähne. So, und dann war es das auch schon. So sieht das dann aus, wenn es fertig ist. Gut, ich hoffe, euch hat das gefallen. Wenn ihr die Locken jetzt so zu krass findet, also zu klein, dann könnt ihr auch durchkämmen noch. Das mache ich jetzt allerdings nicht, weil ich da wahrscheinlich gleich noch eine Hochsteckfrisur mitmachen möchte. Und dann dafür ist es halt besser, wenn die Locken einfach so klein sind. Das könnt ihr aber auch machen, dann bürstet ihr die halt so ein bisschen wieder raus und ihr habt dann nur noch diese etwas lockige Struktur da drin. So, ja gut, ich glaube, das war's dann. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wenn ihr das mal nachmachen möchtet, dann würde ich mich natürlich über eine Videoantwort sehr freuen. Und wenn euch das gefallen hat, das Video, dann schenkt mir doch ein Däumchen hoch und schreibt mir immer gerne Kommentare oder Nachrichten, auch wenn ihr Videowünsche habt. Ich freue mich immer, wenn ihr eure Ideen mir mitteilt, denn nur so kann ich auch etwas für euch tun und das ist ja das, was mir daran Spaß macht. Okay, so dann drehe ich jetzt noch schnell das andere Tutorial, wie ich mir eine Hochsteckfrisur damit mache und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss ihr Lieben!